Ja, heyo, neuer Trailer ist da zu einer neuen Warhammer-Animation. Ich habe gehört, es ist irgendwie der Nachfolger zu Paria Nexus, das was ja ziemlich überzeugend war, wo wir den Salamander mit der Sororitas im Kampf gegen glorreiche Necrons begleitet haben. Gucken wir uns gleich mal an. Ich habe noch gar nichts gesehen, wird auch für mich ein Blind sein. Werden wir aber mal gleich durchgehen, aber davor müssen wir kurz mal über die neuen Blood Angels reden, denn ich habe ja schon ein Video zu den neuen Blood Angel Models gemacht, habe gesagt, das war für mich eine Enttäuschung. Und jetzt haben wir zwei neue bekommen, die ich mir kurz mal angucken möchte und gefallen mir. Machen wir es mal ganz schnell. Hier sind Apothecarius, Sanguine Saint, genau. Den haben wir hier. Der sieht ganz hübsch aus. Es ist halt ungewohnt, Blood Angels so komplett in weiß zu sehen. Das nimmt ihn halt so die komplette Blood Angels Aura irgendwie, weil dadurch wirkt es halt so clean. Servitor mit einem Bohrer, ja, warum nicht? Hat halt viel Klimblimblim dran. Ist an sich ein gutes Design. Ich finde halt nur da wieder Primaris und das Medizinthema, das beißt sich so ein bisschen mit dem Vampir-Thema, denn es sieht halt echt aus wie nur so ein gekidbashter Apothekarius. Kein schlechtes Modell. Die ganzen Bits sind ganz nett, aber macht mich jetzt nicht unglaublich heiß. Und ich glaube, wenn ich ihn hätte, weiß wäre, glaube ich, nicht meine Farbe, auch nicht für Blood Angels. Aber ja, scheint gutes Volumen zu haben. Fein, 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 fein. Nett, will nichts gegen sagen. Sehr gut. Das ist dann wieder interessanter. Ja, und genau so hätte ich mir eigentlich auch mit so einem Rüstungstypen hätte ich mir eine ganze Intercessor-Box irgendwie gewünscht, aber haben wir halt nicht bekommen. Mein Gott. Der macht halt vieles richtig. Da ist halt hier das, was ich an Blood Angels mag. Du hast hier schöne Verzierungen, ist nicht zu viel. Du hast hier das Schulterstück mit dem Kelch und dem Flügel dran, echt toll. Dann hier das Sixpack mit den Brustmuskeln, tolle Sache. Genauso Blood Angels. Genauso darf das gerne sein. Auch hier die Verzierungen in den Armen. Das ist Blood Angel. Das ist toll. Und auch, dass man es hier nochmal sagt, hier, wir können ihn auch nochmal anders anmalen, Leute. Und dadurch hat er schon eine komplett andere Aura. Ich sehe auch verschiedenste Schulterstücken hier. Ich schätze mal, das ist dann wie bei den Dark Angels so das Lazarus-Modell. Du kannst ihn quasi zum generischen Captain machen oder dann zum Captain von der und sowas wie sanguinischen Garde, eben sowas oder ein ganz normaler Blood Angels Captain. Sauber gefällt mir, haben sie gut gemacht. Aber Warhammer, neue Animation. Ich bin gespannt. Skippen wir durch, mache ich Stopp oder lassen wir hier? Geht nur 40 Sekunden, gucken wir uns erstmal einfach mal an. Worlds are tithed for resources. The Imperium demands it of us. Where are my brother's bodies? The enemy has taken them. The tithe is a necessary oblation. Okay. Er sieht doch mal jetzt. Ist schon mal nicht scheiße, ne? Das ist doch mal was. Das kann man hier alles hier sehen. Ich schätze mal, so wie ich das sehe, kann es eventuell eine Fortführung direkt von Paria Nexus sein. Da ist ja auch ein Ultramarine gestorben und vielleicht geht es darum, dass dieser Apothecarius den Ultramarine den Körper wegen der Gensaat zurückholen muss und dass die Necrons nicht damit Schindluder treiben. Wenn das eine Fortsetzung ist, finde ich schön, dass es hier ein bisschen Storytelling gibt. Wir haben hier Necron-Glyphen, die sich dann quasi auch schon in die imperialen Hive-Cities reinziehen. Das ist ganz nett. Hier oben, was sehe ich? Ist das sind, denke ich mal, zwei Spacial Marines oder Sisters? Mal gucken. Worlds are tithed for resources. The Imperium demands it of us. Wie laufen die denn? Haben die da Bolter in der Hand? Weil die laufen so mit der Hand nach oben. Ich glaube, die zielen auf irgendwas, ne? Ontology, okay. Where are my brother's body? Okay, hübscher Money Shot. Was sehen wir denn hier? Wir sehen einen Graves Ultramarine Apothecarius. Mit schön viel Battle Damage, wie es sich gehört. The enemy has taken. Okay. Ja, hier, die Necrons bringen gefallene Ultramarines. Ich schätze mal, das ist die Butze von Illumina Serras, könnte ich mir vorstellen. Da bringen sie hin, um weitere Dinge mit dem zu machen. Aber auch von den Bildern an sich, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ist auch schön, sag ich mal, die Kultur der Necrons mal, sag ich mal, so
ja, ganz im Glänze zu sehen. Nicht mehr einfach nur Modelle oder Bilder. Was war denn das hier? Da ist hier der Graves Apothecarius sauer auf den Destruktor. Und der Destruktor, ist das derselbe, gegen den auch schon der Salamander gekämpft hat? Ich meine, vom Gesicht her sehen sie sich ja sehr ähnlich. Ha! Is a necessary oblation. Ja, den meine ich. Okay, zwei Spacial Marines. Zwei. Einer ist hier unser Graf, Graves Apothecarius, und wer ist der andere? Was war das? Ich kann die Legion nicht ganz erkennen. Machen sie schon gut. Okay, ich schätze mal, wenn ich das sehe, wir sind wieder bei Illumina Serras, oder? Ist das hier vielleicht der Ultramarine, den sie dann aus der Rüstung rausgenommen haben und daran geklatscht haben? Also, ich muss sagen, ich finde die Title Card hier, das finde ich super, super schön. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben und es sieht auch so richtig schön Warhammer Codex Entry-mäßig aus. Tithe. The E. Warum ist das E so hervorgehoben? Ist das wichtig? The E. Tütz. Ja, nice. Ja, das war's auch schon. Kurzes Video von meiner Seite aus zu der neuen Animation von Warhammerhausen. Ich hoffe, das wird ganz gut. Dankeschön.